begleitet uns heute auf unserem kleinen Bootsausflug über den Königssee bis hin nach St. Bartholomä. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmcamper. Starten wollen wir unseren kleinen Ausflug hier in der Fußgängerzone von Schönau in der Nähe des Busbahnhofs. Unser Weg führt uns die Fußgängerzone hinauf, vorbei an vielen kleinen Läden und Restaurants bis hin zu den Bootsanlegern, von wo aus die Boote rüber nach St. Bartholomä fahren. Bis auf wenige Ausnahmen ist das Fahren von Verbrennermotoren auf dem Königssee verboten. Daher kommt auch die hervorragende Wasserqualität. Denn der Königssee hat tatsächlich Trinkwasserqualität, was ihr später auch nochmal in diesem Video sehen werdet. Das Ticket für die Überfahrt nach St. Bartholomä kostet uns als Familie übrigens 57 Euro. Dafür werden wir hingebracht, sind zeitlich nicht gebunden und können uns einfach ein freies Boot wieder für die Rückreise aussuchen. Wir müssen nur zusehen, dass wir das letzte auch erwischen. Nun sind wir auch schon unterwegs auf dem Königssee, vorbei an der Bockbahn Richtung Malerwinkel. Und dann erwartet uns gleich auf der rechten Seite die Watzmann-Ostwand oder auch Echowand genannt. Dort wird es gleich vom Kapitän höchstpersönlich ein kleines Blaskonzert geben. Er wird mit seiner Trompete gegen die Wand, gegen die Echowand spielen und praktisch mit sich selber im Chor. Und da müssen wir gleich einmal ganz leise sein, um auch das Echo hören zu können. Zu unserem Bedauern hat das Mikrofon der Kamera es leider kaum geschafft, das Echo einzufangen. In St. Bartholomä angekommen, fällt uns zuerst das klare Wasser auf, was hier gefühlt noch viel besser aussieht als in Schönau. Vorbei an der Fischerei und der alten Kirche mit den roten Zwiebeldächern führt es uns wieder direkt zum Ufer des Königssees. Mit den steil ins Wasser fallenden Felswänden erinnert das Bild hier stark an die Fjorde in Norwegen. Und da das Wasser hier so extrem klar aussieht, komme ich nicht drum her, es einmal zu probieren. Man macht jetzt Survival-Training hier. Abkochen. Nach einigen ausgedehnten Spaziergängen halten wir uns noch einige Zeit im Umkreis der Kirche auf.
Auf ausgedehnte Wanderungen haben wir keine Lust, darum verzichten wir, obwohl wir gerne die Wanderung zur Eiskapelle angetreten wären. Da sich der Tag aber bereits auch dem Ende nähert, wäre das zeitlich keine Option mehr für uns gewesen. Bevor wir uns aber nun wieder auf den Weg zu den Booten machen, wollen wir nochmal einen kurzen Abstecher in der Gaststätte St. Bartholomä machen. Zurück auf dem Boot können wir beim Ablegen gegenüber der Bootsanlegestelle St. Bartholomä noch einige Hirsche beobachten. Auf dem Rückweg Richtung Malerwinkel zieht sich der Himmel langsam zu, es wird dunkel und wir haben einen heftigen Temperatursturz. Zum Glück funktioniert die Heizung in den Booten äußerst gut, fast schon zu gut. Wir sind wieder zurück an der Anlegestelle in Schönau. Hier wird das Boot noch vertäut, bevor wir es verlassen können. Unser Bootsausflug nach St. Bartholomä findet hier nun sein Ende. Für uns war es ein anstrengender, aber schöner Tag. Ich sage nun recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Palmcamper.